Isabel Daniel, das Interview der Politinsiderin. Die Wahl zum neuen ORF-Chef sorgt immer noch für Wellen, für politische Wellen, speziell auch in der FPÖ, wo es ein unterschiedliches Wahlverhalten gegeben hat. Drei FPÖ-Stiftungsräte haben Lisa Totsauer unterstützt und einer der FPÖ-Stiftungsratsvorsitzende Norbert Steger hat sich für Roland Weißmann entschieden. Warum das der Fall war und was diese Wahl alles mit Politik zu tun hat oder nicht zu tun hat, möchte ich heute eben Norbert Steger fragen. Guten Abend, Herr Dr. Steger. Grüß Gott. Ich habe es ja in der Einleitung schon gesagt, es sorgt immer noch für viele Debatten, diese ganze ORF-Wahl. Es sind die Zeitungen voll mit durchaus unterschiedlichen Wertungen, aber der Großteil sieht ein bisschen eine politische Einfärbung, Umfärbung. Warum haben Sie Roland Weißmann, den Favoriten der Türkisen, zum neuen ORF-General mitgewählt? Sie haben jetzt in der Einleitung schon mehrere Fragen gestellt. Die kommen dann noch alle. Ja, es ist einmal so, es ist schon falsch, wenn berichtet wird, Rabeze abgewählt. Aus gutem Grund gibt es die Rechtsposition bei allen Aktiengesellschaften etwa, alle 5 Jahre muss ein Generaldirektor neu gewählt werden. Ich bin nicht zuletzt durch die Ereignisse von Dr. Rabeze der Meinung, es kann 15 Jahre Generaldirektor gewesen sein, zu lang sein. Mhm. Wahrscheinlich sollte mindestens so eine Bestimmung rechtlich kommen, nach 10 Jahren braucht es eine qualifizierte Mehrheit, also 2/3 etwa, damit man überhaupt noch einmal bestellt wird, weil ja vieles, was mit großem Schwung vor 15 Jahren begonnen wurde, plötzlich nicht mehr da ist. Es glaubt an den Generaldirektor, er ist der Betrieb. Das ist nicht der Fall. Ich glaube auch nicht, dass ich der Betrieb bin, schon gar nicht. Es geht darum, dass man mit voller Kraft für das Unternehmen eintritt. Und das hat er jahrelang getan. Er war ein guter Generaldirektor, aber die letzten Jahre nicht mehr. Mhm. Und ohne auf das Unternehmen zu schimpfen, kann ich etwas sagen. Er hat, es gibt es auch bei Journalisten, irgendwann diese Selbstgefälligkeit im Beruf, weil man am Schirm ist, oder die Selbstgefälligkeit, weil man Generaldirektor ist. Soll es auch in der Politik geben übrigens? Auch in der Politik. Es gab ja schon Vorschläge, dass man als Landeshauptmann, als Minister vielleicht nur 10 Jahre, nur 10 Jahre ist eine lange Zeit in der Politik, aber limitiert sein sollte. Und meine Meinung war immer, vorher und nachher einen normalen Beruf, damit lernt auch ein Politiker das normale Leben kennen. Aber bleiben wir bei Dr. Rabeze. Er hat nicht einmal 18% der Stiftungsräte bekommen. Da brauche ich nicht lang nachdenken. Da muss es mehr geben als den Wunsch einer Partei, das zu ändern. Da war eine breite Meinung, eine Erneuerung im ORF ist notwendig, sonst passiert das nicht. Und ich habe ja scherzhaft zu einem Sozialdemokraten gesagt, ja, was wollt ihr? Er hat ja fast so viel Prozente gehabt, wie die SPÖ momentan bei den Wählern hat. Aber Herr Dr. Steger, Sie haben jetzt, Sie wissen, dass er hat eben die Stimmen der SPÖ bekommen. Und der, na, jetzt nicht mehr. Der Roland Weißmann, der SPÖ schon. Die SPÖ-Stiftungsräte haben Alexander Rabeze gewählt. Die SPÖ, die roten Stiftungsräte. Das ist der alte Fehler. SPÖ und FPÖ hört man auch. Ja, ja, klar. Schlecht. Nein, die roten. Also Sozialdemokraten und Freiheitliche ist leicht zu unterscheiden. Ja, die Sozialdemokraten haben den Rabeze gewählt. Es hat die türkis-grüne Koalition hat den Roland Weißmann gewählt und Sie eben dazu. Sie haben jetzt erklärt, warum Sie den Rabeze nicht gewählt haben. Aber Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Warum haben Sie Roland Weißmann gewählt? Ja. Ich habe gehofft, Sie geben mir ein bisschen mehr Zeit und ich kriege diese Fragen dann noch im Detail. Ich möchte noch 2 Sätze sagen, was er nicht gemacht hat. Zum Beispiel gibt es dieses Gendern, manche sagen Gendern. Mhm. Im Stiftungsrat ist mehrfach diskutiert worden, es muss eine einheitliche Regel in einem Sender herrschen, wie man das handhabt. Das ist ein modernes Thema und da muss ein Generaldirektor mit den Redakteuren
Und er hat ja auch sogar eingesetzt dann Redakteure. Mhm. Und er hat uns versprochen, schon im Vorjahr, mhm, bis spätestens Ende März gibt es eine schriftliche Richtlinie. Wir haben sie bis heute nicht bekommen. Das Zweite, in allen Medien, wenn es nicht Privatmedien gibt, wo vielleicht die Eigentümer das einfach entscheiden, aber das wird es auch nicht so ganz leicht sein für die Eigentümer, in allen großen Medien, BBC, New York Times, gibt es Regeln, wie Journalisten und Angehörige des Unternehmens nach außen, außerhalb ihrer Arbeitszeit auftreten, also Social Sie Media. Sie meinen jetzt Twitter. Schlagwort. Nein, aber die gibt es. Die Regeln gibt es ja auch im ORF. Ja, aber die werden immer mit den Redakteuren erarbeitet. Mhm. Und er hat sie mit den Redakteuren erarbeitet. Mhm. Er hat aber sanktionslos Verstöße dagegen, mhm, durchgelassen. Und ein Generaldirektor kriegt deswegen so viel Geld, zwischen 400.000 und 500.000 Euro im Jahr. Das ist wirklich viel Geld. Das wissen, mhm, Journalisten, dass sie, mhm, weit weg davon sind. Mhm. Aber er hat das viele Geld, damit er den Betrieb führt. Mhm. Und die Angriffe auf ihn haben zugenommen, und zwar nicht parteipolitisch, sondern auch Rote, mhm, haben ihn schon aufgefordert, auch aktiv zu werden. Ja, ich bin der Meinung, wenn ein neuer her muss, dann muss ich unter den Kandidaten den Besten wählen. Und warum ist Ihrer Meinung nach der Roland Weissmann der Beste? Hat er versprochen, ein Konzept fürs Gendern und gegen gewisse Tweets zu machen? Naja, das ist jetzt ein zu großes Detail. Jedenfalls traue ich ihm zu, dass er das, was er verspricht, auch macht. Mhm. Ich versuche gar nicht, als Einzelperson schon überhaupt nicht, ihm zu sagen, was er zu machen hat. Aber nicht geht, dass man, warum hat der Wrabetz den Spitznamen bekommen, männliche Merkel im ORF? Ich war daran mitbeteiligt, weil das ist so diese Politikerlinie, man sitzt aus, mhm, und irgendwann fragt niemand mehr. Ich erwarte mir von, abgesehen davon, dass er fast 10 Jahre jünger ist, ich erwarte mir neuen Schwung, jüngere Power, Einhalten seiner eigenen Versprechungen. Wenn er das macht, bin ich, wahrscheinlich bin ich in 5 Jahren nicht mehr da, aber wenn ich noch da bin, bin ich damit zufrieden. Und wenn ich dann weiß, der eine gehört erneuert durch einen anderen, dann muss ich unter den vorhandenen möglichen Kandidaten, und es kann ja nur einer gewählt werden, der von mindestens einem Stiftungsrat auch eingeladen ist, zu präsentieren, mhm, dann muss ich den Besten wählen. Und das habe ich gemacht. Ich glaube, er ist von denen der Beste. Mhm. Gleichzeitig hat die Partei, die Sie nominiert hat, ich weiß, Sie sind nicht Parteimitglied, aber die FPÖ hat Sie ja nominiert zum Stiftungsrat, die Lisa Dotzer unterstützt, also die Gegenkandidatin zu Weissmann und Wrabetz, ORF-Senderchefin. Wieso ist da Ihr Stimmverhalten und das der anderen FPÖler abgewichen? Konnten Sie die anderen nicht davon überzeugen, dass der Roland Weissmann die bessere Wahl wäre? Ich habe Ihren Kommentar vor kurzem gelesen und sehr geschätzt. Aber ich muss doch sagen, Journalisten schimpfen doch oft, wenn die Stiftungsräte einfach sich von Parteien etwas diktieren lassen. Dann braucht man ja den Stiftungsrat nicht. Ich bin ein Stiftungsrat, der das ernst nimmt, dass er diese Verantwortung zu tragen hat. Steht übrigens auch im Aktienrecht und im Stiftungsrecht. Es ist ein freies Mandat. Hätte ich den Eindruck gehabt, die Frau Dotzauer, die eine sehr gute Journalistin ist, ist als Generaldirektor besser, hätte ich sie gewählt. Hätte den Eindruck vom Herrn Brandner, der ein wunderbarer Politiker wäre, dann hätte ich, falls ich wieder einen Politiker nach Wrabetz haben hätte wollen, den Herrn Brandner gewählt. Das ist die einfache Beantwortung. Jetzt könnte man das lang ausholen. Weissmann kenne ich seit Jahren, mhm, und bin überrascht, wie stark er gewachsen ist in den letzten Jahren. Weil er war früher ein bisschen so im Schatten des Grasl, Herrn Grasl. Den Sie das letzte Mal auch gewählt hatten. Sie hatten ja das letzte Mal auch ein abweichendes. Da war ich mir sehr unsicher. Mhm. Weil der eine, Grasl, ist natürlich schon sehr stark ÖVP. Das ist aber der Herr Weissmann als Nichtmitglied nicht.
Warum soll ich jetzt, habe ich auch versucht, der Partei zu sagen, warum soll ich jetzt jemanden, der Mitglied der ÖVP ist und auch letztendlich, ich verstehe schon, ich verstehe wirklich auch, was die Freiheitliche Partei da zeigen wollte. Sie wollte zeigen, der Herr Kurz gewinnt nicht, der Herr Bundeskanzler. Ja, aber wenn es die Frau Dotzauer geworden wäre, hätte er doch genauso gesagt, das ist unser Eisen im Feuer. Wahrscheinlich zählt er sogar zusammen, wie viele Stimmen er jetzt gehabt hat. Weil man kann doch nicht sagen, die Stimme für die Frau Dotzauer ist keine ÖVP-Stimme. Übrigens, der Herr Brandner ist angeblich auch ÖVP-Mitglied. Also, da heißt es aber immer, dass er FPÖ-nahe sei. Na, nur deswegen, weil er in mehr als einer Partei ist. Aber nicht in der FPÖ, ist er noch nicht großbürgerlich. Wenn es wahr ist, sage ich jetzt dazu, weil das haben wir aus zwei Parteien Leute so gesagt, aber es kann auch falsch sein. Dann ist er halt bei keiner Partei, bei der Freiheitlichen Partei ist er nicht. Und ich bin von seiner Arbeit nicht überzeugt. Aber ich will auch über ihn nichts Schlechtes sagen. Er wird im Unternehmen bleiben und ja, alle Leute, die jenseits von 200.000 verdienen, bei denen bin ich der Meinung, die sollen ordentlich arbeiten. Sie haben jetzt gesagt, Sie haben auch der Partei gemeint, die FPÖ versucht zu erklären, naja, die Lisa Dotzauer wäre genauso eine Stimme für die ÖVP. Das war meine Meinung. Aber was hat Ihnen denn die Partei und konkret Herbert Kickl gesagt, nachdem Sie gesagt haben, na, ich entscheide mich aber trotzdem für Roland Weißmann, weil es wurden ja die FPÖ-Stiftungsräte eingeschworen, anders zu wählen? Jetzt ist seit ein paar Jahren der Herr Havenecker Mediensprecher. Der hat in diesen paar Jahren kein einziges Gespräch mit mir geführt. Jetzt glaube ich aber nicht, dass er alles weiß, was wirklich für ihn, für seine Arbeit interessant wäre. Und ich glaube, es wäre nicht unschlau gewesen, weil ich hätte natürlich auch mit ihm geredet. Ich rede überhaupt mit jedem in jeder Partei, wenn er mit mir reden will. Mit dem Herrn Kickl habe ich ab und zu geredet. Er hat meinen Standpunkt immer gekannt. Und hat halt am Schluss auch verstanden, dass ich sage, ja, aber warum haben denn Urfreiheitliche, nämlich noch Liberale in der Verfassung schon für 2019 und dann in diesem ORF-Gesetz 2001 die Unabhängigkeit der Mandatare verankert? Ich bin der Meinung, das tut der Freiheitlichen Partei gut, dass ich zeige, es gibt das freie Mandat auch in der Freiheitlichen oder von freiheitlichen Nominierten, die halt eine andere Meinung haben. Und ich habe die Meinung besprochen. Ich glaube, er ist der Beste. Er ist ein Sportler, er hat sich toll entwickelt. Ich habe nie erlebt, dass er sagt ja und es ist ein Nein. Und daher meine ich, ich kann nicht sagen, ob er nicht auch Fehler machen wird. Das kann doch niemand wissen. Wenn man jemanden das kann sicher niemand wissen. Ich möchte nur zurück zur FPÖ kommen. Ah, das ist gut. Ja. Sie sagen jetzt, Herbert Kickl hätte das eingesehen, aber gleich. Das eingesehen ist vielleicht ein zu starkes Wort, ja. Aber ich habe mehrfach zu ihm gesagt, ich erwarte mir von einer freiheitlichen Partei, dass sie sich zwar bemüht, dass alle so abstimmen, das ist in einem Parlamentsclub auch so, aber dass sie letztendlich ernst nimmt, dieses urliberale Prinzip des freien Mandats. Nämlich, wenn man mich überzeugt, stimme ich sowieso immer so ab, wie jemand will, aber man muss mich überzeugen. Ich war von der Frau Dotzauer, aber über die nichts Schlechtes sagen will. Die macht gute Arbeit als Journalistin, exzellente Arbeit. Ich war nicht überzeugt, dass sie ein Generaldirektor ist. Die Mutmaßung ist, dass die FPÖ und der Herbert Kickl die Lisa Dotzauer nicht unbedingt unterstützt haben, weil sie jetzt so begeistert von ihrer Arbeit sind, sondern weil es um eine politische Strategie ging, eben nicht den Wunschkandidaten von Sebastian Kurz zu unterstützen. Und da haben mir mehrere Freiheitliche gesagt, naja, wir rennen dauernd überall herum und sagen, Kurz muss weg. Und da können wir schwerlich den Kandidaten von Kurz wählen. Das halte ich für vollkommen realistisch. Nur habe ich von Herrn Kurz selbst gehört, dass er gesagt hat, wir haben zwei Eisen im Feuer. Und eins dieser Eisen heißt Weißmann und eins heißt Dotzauer. Also hätte immer gewonnen. Aber können wir da nicht, wenn Sie es erlauben, in das Grundsatzthema hineinkommen. Wer soll denn Macht ausüben? Weil eigentlich bei den Journalisten stark diskutiert, wieso nominieren Parteien überhaupt Vertreter in den Stiftungsrat?
Das könnte man jetzt einen ganzen Vortrag halten. Ich bin ein bisschen länger, zuerst in der Politik, dann Politikbeobachter, dann wieder hinein nominiert. Ich halte es für den größten oder einen großen Fehler, der größte, da fällt uns viel dran ein und es gibt aber nur einen größten. Ich halte es für einen großen Fehler, dass man nicht offen diskutiert über die Frage parlamentarische Demokratie. Wer soll Macht ausüben, wenn dahinter keine parlamentarische Kontrolle steht? Ich glaube, es ist wenn es ein Staatsbetrieb ist. Und ja. Ich bin der Meinung, das ist unsere Form von Demokratie. Und habe es für einen Fehler gehalten, dass es keinen Parlamentsausschuss gibt, wo so ein Medienparlament den tagt. Denn 2000, als diese Regierung gebildet wurde, damals mit Schüssel, Haider, aber eigentlich Rispasser, war die Medienwelt eine vollkommen andere. Das kann man doch mit heute gar nicht mehr vergleichen. Und jetzt wäre es an der Zeit, Medienparlament ist ein Medienausschuss im Parlament, am besten öffentlich tagend. Wir haben ja sogar eine Bestimmung, wir dürfen nicht reden öffentlich über das, was in Sitzungen passiert ist. Und ich finde, das ist antiquiert und falsch. Aber ich halte mich natürlich noch an alles, was im Gesetz steht. Und dann kann man den Stiftungsrat klein machen. Aber eigentlich mit der Gründung im Kuratorium seinerzeit und dann mit dem Stiftungsrat war das das Medienparlament. Daher diese breite Besetzung. Aber letztendlich muss beim Staatsbetrieb dahinter die parlamentarische Kontrolle stehen. Aber es ist, glaube ich, auch nicht die Debatte, ob man die parlamentarische Kräfte zur Gänze rausnimmt aus dem Stiftungsrat. Deutschland hat ja jetzt zum Beispiel eine Novellierung, dass man nur noch ein Drittel politisch besetzt. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Aber was bei dieser Wahl... Wer besetzt dann den Rest? Wer besetzt den Rest? Keine Parlamente mehr, dann ist es der Weg zur Oligarchie. Das haben wir bei der ÖAG erlebt, da hat die Regierung Schüssel, auch Haider, hat ausgemacht, das sind lauter Industrielle. Und dann ist nach ein paar Jahren klar geworden, die besetzen sich untereinander und machen das Geschäft untereinander. Und ich bin wirklich ein glühender Anhänger, denn es hat natürlich die Demokratie und die parlamentarische Demokratie viele Fehler, aber es ist die weitaus beste Form von Demokratie, die ich kenne. Und wo es nicht einen Pluralismus bei Parteien gibt, gibt es nirgends Demokratie. Jetzt rede ich nicht so, wie es der, ich habe das gehört, wie dann ein freiheitlicher Mediensprecher gesagt hat, das ist ja Nordkorea, bitte entschuldigen. Nicht einmal, wenn bei uns die ÖVP die absolute Mehrheit haben sollte, was sie nie haben wird, ist das mit Nordkorea zu vergleichen. Das ist eigentlich, so weit darf man nicht gehen. So, ich bin überhaupt der Meinung, Demokratie ist, wenn alle miteinander reden können. Absolut, aber es ist nicht nur der freiheitliche Mediensprecher, es ist auch die Partei insgesamt, die jetzt sehr scharf schießt gegen den ORF, gegen den Neuen. Sie haben jetzt schon das mit Nordkorea gesagt. Es hat auch zum Beispiel Wiens FPÖ-Chef Dominik Knepp mir in einem Interview gesagt, die Grünen hätten das früher als Urbanismus bezeichnet. Und auf meine Frage, aber der Norbert Steger hat ja den Roland Weißmann, warum hat dann der Norbert Steger den Weißmann unterstützt, hat er gemeint, das frage ich mich auch. Wer hat das gesagt? Der Dominik Knepp, Wiens FPÖ-Chef. Na gut, also jetzt will ich nicht erzählen, was seine Frau zu mir gesagt hat, weil das geht so weit. Eine sehr nette, gescheite, wunderbare Wirtschaftstreibende und Stiftungsrätin. Die drei freiheitlichen Stiftungsräte, die eigentlich am Schluss sich am breit schlagen lassen, gegen ihre Meinung dem Parteiwunsch zu folgen. Wen hätten die wählen wollen? Die wollten den Weißmann wählen, weil sie ihn auch jahrelang kennengelernt haben und weil ja auch sie der Meinung waren, wenn die Freiheitliche Partei so in den Vordergrund stellt, dass man den neuen General nicht wählen darf, bringt ja niemand über die Rampe, warum man Rabitz nicht mehr wählen konnte. Die eigentliche Erklärung politisch wäre doch zunächst, warum braucht der ORF eine Erneuerung? Dass da am Schluss das wie ein Wahlkampf geführt worden ist, das war für mich unzumutbar. Und den Herr Weißmann, ja, wenn ein besserer kandidiert hätte. Punkt, weil das spannend ist. Sie meinen, die drei FPÖ-Stiftungsräte wollten eigentlich Roland Weißmann wählen und dann kam ein Parteiorder, der sie in Richtung... Ich fürchte, dass da was dran ist, was Sie sagen.
Aber im Detail möchte ich da jetzt auch nicht wirklich weiterreden. Aber ich fürchte, weil Sie alle zu mir gesagt haben, dass, und es auch dem Herrn Weißmann gesagt haben vorher, dass Sie ihn wählen wollen. Und es haben ja die Grünen extrem Angst davor gehabt, dass die vier Freiheitlichen den Herrn Weißmann wählen. Denn das Trauma der Grünen heißt ja immer, da kommt wieder eine Achse ÖVP mit FPÖ. Ja, darüber kann ich mich auch nicht äußern. Ich kann aber haben sagen. Sie, wenn Sie das sagen, und das will ich jetzt gar nicht bestreiten, dass es genau diese Ängste gab, aber haben die Freiheitlichen dann nicht indirekt der ÖVP geholfen, ihre Wünsche durchzusetzen, weil die Grünen dann nachgeben mussten aus lauter Angst, dass die FPÖ mitgeht? Das habe ich noch nicht gedacht, aber ich darf ja auch manchmal was Neues hören. Da ist was dran. Da ist was dran, denn es hätte, möglicherweise wäre die Regierung gestürzt, wenn die Grünen nicht geschlossen gestimmt hätten für den Regierungsvorschlag. Das halte ich für möglich. Ich halte aber auch natürlich das für möglich, was Sie angedeutet haben, dass die Spitze der Freiheitlichen Partei, aber die hat ja jedes Recht, so eine Taktik zu wählen, primär daran gedacht hat, Kurz darf nicht gewinnen. Das halte ich alles für möglich. Aber das ist nicht meine Aufgabe im Betrieb. Im Betrieb habe ich die Aufgabe, bestmöglich für den Betrieb zu entscheiden. Und das mache ich, wenn ich den Bestmöglichen bringe, aber vor allem, wenn ich einen bringe, der hoffentlich diese Themen wie Genderfrage und öffentliche Auftritte, das wird ja auch nicht an einem Tag gelingen. Das mache ich, wenn dann ein Neuer das alles regelt. Aber weil Sie das jetzt oder auch regelt, dass es nicht Leute gibt, die 200.000 und mehr im Jahr verdienen und nichts arbeiten. Das darf nicht sein. Das ist für mich Kleinkorruption. Oder Großkorruption. Wer verdient mehr als 200.000 Euro? Es gibt Leute, die man nennt sie die weißen Elefanten. Mhm, aber Sie wollen jetzt ich will jetzt nicht hier Listen auspacken. Es darf auch nicht sein, dass wenn ich der Anchorman bin, dass ich dann bei Firmen, die auch im Fernsehen behandelt werden, private Verträge bewilligt bekomme und bei denen auftrete und daher eigentlich nicht ganz unbefangen im ORF arbeite. Alles, sage ich immer alles, wenn man eh schon über 200.000 verdient. Denn eins dürfen Sie nicht vergessen, das ist sicher wahr, die guten Journalisten verdienen im ORF besser als bei jedem privaten Sender. Das ist mir klar. Und daher haben sie auch, höhere Bezahlung heißt mehr Pflichten und nicht mehr Rechte. Aber Sie haben jetzt wiederholt auch auf die Social Media angespielt und das Verhalten der ORF-Journalisten. Was stört Sie denn da am meisten? Naja, es stört mich, wenn da zum Beispiel Angriffe auf eigene führende oder auch nicht führende Leute im ORF kommen. Wie zum Beispiel? Das steht denn, naja, zum Beispiel auf mich. Zum Beispiel auf mich. Es kann doch nicht sein, dass ein Redakteur unmittelbar nach der Wahl des neuen Generaldirektors zwei Dinge so einfach einbaut, ohne jede Begründung. Das eine, er sagt einmal, dass ich ein umstrittener Vorsitzender bin, so bapp, ohne irgendeine Begründung. Sie spielen aber jetzt auf eine Pressekonferenz. Nein, er hat das in seinem Interview mit dem Herrn Weißmann, hat er in eine Frage das so eingebaut. Sie meinen jetzt den Armin Wolf? Ja. Das dürfte eigentlich nicht sein. Und es haben wesentliche Leute sofort nachher zu mir gesagt, das ist ja verrückt, das zu machen. Denn als der Herr Millionario Haselsteiner wollte eine Änderung der Bestimmungen, damit man mich abwählen kann, und dann eine böse Wortmeldung gemacht hat, die ich hingenommen habe, ertragen, auch nicht öffentlich Stellung genommen, hat er unter anderem ja gesagt, es dient dazu, dass man mich abwählen kann. Und dann hat er es umgedreht, lassen Sie mich das fertig, dann hat er es umgedreht und gesagt, ja, er muss neu gewählt werden, was natürlich heißt, er ist weg und nur wenn er neu gewählt ist, ist er da. Und dann haben mit Ausnahme von ihm alle Parteien und alle fünf Zentralbetriebsräte mit Stimmrecht alle dafür gestimmt, dass das nicht gibt. Kann ich nicht nachher im ORF sagen, umstritten. Das ist eine Gemeinheit mir gegenüber. Naja, aber ich sage es auch beim Herrn Weißmann. Er führt sogar das Weißmann. Der Herr Weißmann ist sein neuer Chef ab 1. Jänner. Und er führt noch immer Wahlkampf gegen den Herrn Weißmann. Und
führt das wie ein Duell. Ich finde, was Sie zum Beispiel nicht machen, Sie machen ja kein Duell mit mir. Sie stellen Fragen, die können unangenehm sein oder angenehm, aber er führt ja Duelle. Er will als Sieger herausgehen und nicht Informationen fürs Publikum. Herr Dr. Steger, da muss ich es jetzt trotzdem ganz kurz unterbrechen. Den einen Satz gestatten Sie noch. Er sagt wörtlich, was können Sie besser als der Herr Wabitz? Aber es ist eine legitime Frage. Nein, also was werden Sie besser machen, wäre die richtige Frage gewesen. Nein, was Weil können Sie und der Herr Weismann hat das in der Kronenzeitung wunderbar erklärt. Er hat gesagt, in der hat ein paar Sekunden nachgedacht, denn er will ja nicht seinen Vorgänger angreifen. Der kann sich ja auch gut genug wehren, der Roland Weismann. Ich glaube, der kann mit solchen Fragen umgehen. Aber grundsätzlich, weil Sie jetzt gesagt haben, warum darf man nicht eine Wertung abgeben, dass man sagt, Sie seien umstritten. Ich kann es jetzt nämlich eigentlich runterbrechen. Sie sind mittlerweile in der FPÖ extrem umstritten. Ja, aber nicht als Vorsitzender, das macht ein Gremium. Kann ich Sie da fragen, nein, glauben Sie... Vielleicht bin ich auch bei irgendwelchen Freunden umstritten, wenn ich beim Fußballspielen Elfer verschieße. Das glauben ist doch Sie, dass Sie in der im nächsten Stiftungsrat, also im neu konstituierten, noch dabei sein werden? Schauen Sie, es ist ein Faktum. Ich wäre jedes Jahr ein Jahr älter. Überraschung. Und ich denke selber darüber nach, irgendwann zu gehen. Und es gibt Leute, die darüber glücklich sind, dass jemand mit viel politischer Erfahrung das sehr ruhig führt. Warum gibt es eigentlich unter mir fast nur einstimmige Beschlüsse? Warum wird sogar eine Generaldirektorenwahl letztendlich intern so ruhig abgewickelt? Weil man da mit vielen Menschen reden muss und das auch überlegen muss, was die anderen sagen. Zum Beispiel der burgenländische Sozialdemokrat, der mich angerufen hat mit einer großen Beschwerde. Und dann habe ich einfach lachen müssen, weil er hat gesagt, wenn ich jetzt wegen Corona keine Präsenzsitzung habe, habe ich dem Dr. Wabitz die Chance genommen, Wahlkampf zu führen. Und ich habe einfach lachen müssen in dem Augenblick und habe gesagt, glaubst du wirklich, dass der gewählt wird, weil er noch eine Sitzung und Rede hat? Und dann hat er auch lachen müssen. Und so haben wir eigentlich ein gutes Verhältnis, aber wir sind halt nicht immer einer Meinung. Aber glauben Sie, dass die FPÖ Sie noch einmal nominieren wird? Mit allem, was wir jetzt vorher besprochen haben? Ich weiß jetzt, im Jahr, vor mehr als 10 Jahren, habe ich auch anders gewählt, als die Freiheitliche Partei wollte. Und der damalige Mediensprecher und Generalsekretär hat gesagt, ich werde abberufen. Ich bin aber noch immer da. Wer war denn damals der Generalsekretär? Wilimski, der Herr Wilimski, Abgeordneter Wilimski. Und ja, es ist doch nicht so, dass es in einer Partei nur eine Meinung gibt. Ich habe 3 Dutzend SMS von mittleren bis höheren freiheitlichen Funktionären bekommen, vor allem von solchen, die nicht jetzt gerade was werden wollen, die sich bei mir bedankt haben, dass ich ein Teil dessen bin. Kann man anderer Meinung sein, aber ich will nicht alle Brücken zu jenen in der ÖVP abbrechen, die auch mit der Freiheitlichen Partei Politik machen würden. Aber ich will es auch zur SPÖ nicht abbrechen. Ich bin der Meinung, Parteiendemokratie heißt, alle können mit allen reden. Und ich bin der Meinung, es wäre auch für die Freiheitliche Partei gut, wenn gerade was Gutes geschehen ist, zu sagen, das hat der Bundeskanzler gut gemacht. Wirklich, das ist meine politische Meinung und so habe ich ein ganzes Leben damit verbracht. Ich habe den Kreisky manchmal gelobt und das hat ihn dann gestört, weil zu viel Lob von einer anderen Partei ist ja auch peinlich. Und manchmal ich will diese Linie beibehalten. Und wenn die Freiheitliche Partei der Meinung ist, das schädigt die Freiheitliche Partei, dann stört doch mir das gar nicht, früher dort wegzugehen. Da bin ich heute weg. Es ist ein Amt, das sehr ehrenvoll ist, aber mir 100 Euro brutto im Monat bringt, da schreiben manche ein bisschen, ich bin versorgt dadurch, nach Gebiete. Ich mache eine interessante Aufgabe, solange man mich dort haben will. Und wenn man mich nicht haben will, werde ich es nicht so machen wie der Herr Wabitz, dass ich den Neuen nicht vorstelle, sondern mit dem gemeinsam auftrete und sage, der macht das jetzt viel besser als ich. Gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch, Norbert Steger. Dankeschön. Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zusehen und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause, bevor es dann spannend weitergeht.